So, hallo und herzlich willkommen auf unserem ersten Live-Chat hier aus dem Europäischen Parlament. Mein Name ist Jan-Philipp Albrecht, ich bin Europaabgeordneter für die Grünen im Europäischen Parlament seit 2009 und ich habe hier zwei Kameras, Periscope und Facebook. Herzlich willkommen auf beiden Seiten und wir haben einen Hashtag, der heißt JPA Live und unter diesem Hashtag könnt ihr sowohl auf Twitter als auch dann eben auf der Facebook-Seite eure Kommentare und Fragen hier einreichen und ich freue mich darauf, dass möglichst viele Leute sich vielleicht beteiligen und hier Fragen stellen, vielleicht auch Kommentare abgeben, Kritik, was auch immer ihr wollt. Und vielleicht fange ich einfach mal an, kurz ein, zwei Sachen zu erzählen. Wir haben heute hier Plenum im Europäischen Parlament in Brüssel und haben eine historische Abstimmung hier abgehalten, und zwar über das neue Rahmendatenschutzabkommen zwischen der Europäischen Union und den USA. Da geht es um die Datentransfers, die heute schon stattfinden zwischen Polizeibehörden und Justizbehörden auf beiden Seiten. Da gibt es eine enge Zusammenarbeit und viele gegenseitige Rechtshilfeabkommen und viele Daten werden da schon heute transferiert. Und wir haben jetzt mit diesem Abkommen dafür gesorgt, nicht etwa, dass mehr Daten fließen, das steht in dem Abkommen gar nicht drin, dafür ist es nicht da, sondern dass, wenn die Daten zwischen den Behörden in Europa und den USA ausgetauscht werden, in Zukunft verpflichtende hohe Datenschutzstandards ähnlich wie in Europa gelten und dass diese Standards, diese Rechte, die da drin stehen, auch vor Gericht für europäische Bürgerinnen und Bürger in den USA einklagbar sind. Das war nämlich bisher nicht der Fall und mit unserem Druck auf die US-Amerikaner ist es tatsächlich gelungen, dass der US-Kongress den europäischen Bürgerinnen und Bürgern diese Rechte vor den US-Gerichten einräumt. Und das ist ein großer Fortschritt und darüber freuen wir uns heute. Und hoffen, dass das ein Beispiel setzt, dass man eben solche Grundrechtsstandards tatsächlich positiv formulieren kann, international, und dass das so weitergeht. Anders als das vielleicht in Handelsabkommen stattfindet. Und ja, das ist ein Thema, das ich hier ansprechen kann. Und ja, ich werde begleitet von meiner Kollegin hier, die das organisiert hat und die fragt, ob ich mich sehe. Siehst du dich, Jan? Wo soll ich mich sehen? Auf deiner Seite, wenn du da mal auf deiner Profilseite aktualisierst. Auf der Facebook-Seite. Ja, dann müsstest du eigentlich deinen Livestream selber sehen. Und da sind auch die Kommentare. Da ist schon eine Person, die sagt Hallo. Hallo, super. Ich sehe mich tatsächlich. Soll ich das da hier auch anschalten? Das ist ja blöd. Da kriege ich... Genau, doch. Du siehst dich. Das ist ein bisschen zeitversetzt. Alles klar. Ah, jetzt läuft. Super. Aber die Fragen würden in deinen Kommentaren auftauchen. Und oder auch bei Twitter. Optimal. Ich sehe allerdings den Kommentar noch nicht. Gefällt nur mehreren Leuten. Gut, also ihr könnt auf jeden Fall hier Kommentare abliefern und auch bei Periscope könnt ihr da irgendwie dazwischen kommentieren, wobei ich eben hier ab und zu auch auf Twitter und auf Facebook gucke und deswegen vielleicht den einen oder anderen Kommentar da verpassen werde. Also geht auf Nummer sicher und macht das ruhig auch über den Hashtag JPA Live auf Twitter oder eben als Kommentar vor allen Dingen auf der Facebook-Seite. Und dann können wir diese Fragen und Anregungen auch hier diskutieren. Ja, also wir haben 15 Leute, die bei Facebook zuschauen und bei Periscope sind 24 mit mir angezeigt. Yay. Also seid nicht schüchtern, stellt ruhig eure genau. Fragen, sonst wird Jan hier einfach die ganze Zeit weitererzählen. Dann werde ich einfach weiterreden, genau. Also was machen wir noch gerade? Im Europäischen Parlament gibt es natürlich diese Diskussion, habe ich ja gerade schon angesprochen, über die Handelsabkommen, unter anderem mit den USA, TTIP, mit Kanada, CETA ist ja hoch diskutiert und dann gibt es auch noch dieses TISA-Abkommen, also in Dienstleistungen mit mehreren Ländern. Und in all diesen Abkommen geht es um viele Fragen, nicht nur zum Beispiel des Verbraucherschutzes und der Sozialstandards und der Umweltstandards, sondern auch zum Beispiel von Grundrechten im Netz oder Verbraucherrechten im Netz, unter anderem Datenschutz. Und wir haben es tatsächlich geschafft, das wissen viele Leute noch nicht, dass sowohl in CETA als auch in den Verhandlungen zu TTIP und TISA die Linie ganz klar ist, dass das europäische Datenschutzrecht von diesen Handelsabkommen nicht angetastet werden darf. Und das Europäische Parlament das als rote Linie für seine Zustimmung zu diesen Abkommen formuliert hat. Da kann man also nur hoffen, dass es auch klappt.
leider ist es so, dass zum Beispiel bei den Teaser-Verhandlungen, wo ja eben auch mehrere andere Länder beteiligt sind, die US-Amerikaner versuchen, mit dem Druck dieser anderen Länder die Europäer zu zwingen, ihre Standards zu akzeptieren. Umso wichtiger wäre es, dass die EU-Kommission da endlich mal Vorschläge macht, nämlich in der Art, dass eben klar ist, über Datenschutz wird nicht verhandelt in diesem Abkommen. Das ist eine Diskussion, die wir hier führen. Außerdem habe ich vorletzte Woche in Straßburg beantragt, dass wir CETA, das Kanada-Abkommen, wegen dieser Investitionsschiedsgerichte vor den Europäischen Gerichtshof bringen, damit da mal Klarheit herrscht. Das hat leider eine große Mehrheit im Europäischen Parlament abgelehnt. Das ist sehr schade. Und damit bleibt es eben letztendlich bei der rechtlichen Unsicherheit, die in diesem CETA-Abkommen existiert. Jetzt habe ich gesehen, da fragt schon mal jemand hier, wie lange hat es bei der Digitalcharta gedauert, die ja jetzt als Entwurf kursiert, bis sie fertiggestellt wurde. Die Digitalcharta, also der Entwurf für eine europäische Digitalcharta, ist eine Initiative der Zeitstiftung gewesen. Die hat mehrere Leute eingeladen, und zwar von ganz unterschiedlichen Ecken, aus der Politik, aus der Wissenschaft, von NGOs, Aktivisten, irgendwelchen anderen Verbänden, unterschiedlichen Parteien auch, und hat gesagt, macht was, schaut doch mal, dass es da eine Diskussionsanregung gibt zu diesem Thema Digital Bill of Rights oder digitale Grundrechtecharta, das eben sehr vage bisher diskutiert wurde. Es wäre doch sinnvoll, wenn es da mal einen ordentlichen Vorschlag gäbe, zumindest eine Diskussionsgrundlage. Und das hat etwa 14 Monate, so wird es jetzt jedenfalls auch überall geschrieben, gedauert. Ich erinnere mich auch etwa an so eine Zeitspanne, wo wir uns mehrfach getroffen haben, diskutiert haben und am Ende eben ein solcher Entwurf gefertigt wurde. Und dieser Entwurf, der ist jetzt veröffentlicht worden, heute glaube ich in mehreren Zeitungen, und wird auch im Internet diskutiert unter digitalcharta.eu beziehungsweise unter dem Hashtag Digitalcharta. Und es ist wirklich eine Einladung zur Diskussion, zur Debatte, und es ist nicht, wie das jetzt überall so ein bisschen befürchtet oder kolportiert wird, das Ende der Debatte, sondern der Anfang. Und es ist auch nicht so gemeint, dass diejenigen, die das entworfen haben, die Wahrheit sozusagen jetzt mit Löffeln gegessen haben und da schon alles bis zu Ende durchdacht haben, sondern wir haben eben das, was wir gemeinsam auf den Weg bringen konnten, so weit und so gut es geht ausformuliert und finden, dass das eine gute Diskussionsgrundlage ist. Und in diese Richtung soll es da also auch weitergehen, und da wird es auch weitere Diskussionsforen geben. Das heißt also hoffentlich mindestens weitere 14 Monate kann man da noch diskutieren. Okay, denn die nächste Frage ist dann, wie kann es dazu kommen, dass trotz 14-monatiger Bearbeitung so viele Widersprüche da drin sind? Ich glaube, Widersprüche sind bei Grundrechtekartern oder Grundrechtekatalogen nicht nur normal, sondern ich glaube sogar, das muss so sein, weil wir eben ganz unterschiedliche Rechte haben. Und da widersprechen sich natürlich die Grundrechte zum Teil, also zum Beispiel Informationsfreiheit auf der einen Seite oder Datenschutz auf der anderen Seite möglicherweise, oder Meinungsfreiheit oder eben Schutz zum Beispiel, ist ja ein Thema, das da heiß diskutiert, vor Rufschädigung andererseits. Und das ist auch heute schon in den Verfassungen und auch in der Grundrechtecharta der EU ganz normal, dass es diese Widersprüche gibt. Die muss man als Gesetzgeber dann auflösen. Man muss einen Ausgleich finden, und da haben wir in diesem Charta-Entwurf extra auch geschrieben, dass sozusagen die Bestimmungen der Grundrechtecharta gelten, nach denen klar ist, dass die Grundrechte auch einschränkbar sein müssen zugunsten Grundrechte und Rechte anderer. Aber natürlich, wie gesagt, darüber diskutieren wir ja auch gerade, ob man da Widersprüche auflösen kann oder ob die auch weiter diskutiert werden sollen. So, da schreibt jemand, prima mit Livestream, super, gerne. Ich mache das sehr gerne nochmal, aber das hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, dass ihr euch hier ein bisschen einbringt und vielleicht die eine oder andere Frage noch mit in den Raum werft. Und ich sehe allerdings auf Facebook da immer noch keinen Kommentar. Ich sehe einen. Ja? Aktualisier mal, Jan. Aktualisier mal, okay. Dann machen wir das sofort. Ah, da ist jemand, der eine Arbeit zu Datenschutz schreibt und was wissen will. Siehst du den Kommentar, Philipp Kuh? Yes.
Philipp Kuh fragt, lieber Jan, ich verfasse derzeit eine Arbeit zum Datenschutz und datenschutzrechtliche Probleme des Alltags. Halte es für einen großen Fortschritt, das Marktortprinzip. Datenportabilität und enge Voraussetzungen an freiwillige Einwilligungen bestehen. In der Literatur wird zusätzlich an vielen Stellen geschrieben, dass es zusätzlich einen völkerrechtlichen Vertragesbedarf. Sind mit der Grundverordnung, Datenschutzgrundverordnung, wirklich alles notwendigen Maßnahmen getroffen, um US-amerikanische Gatekeeper wie Facebook, WhatsApp, Google dazu zu bewegen, europäischen Datenschutz zu befolgen? Die Datenschutzgrundverordnung steht gerade im Hinblick auf Facebook derzeit gängige Praktiken in Frage, stellt sie in Frage. Wie kannst du dir die Reaktion von Facebook-Community vorstellen, wenn Facebook seinen Algorithmus transparent offenlegen muss und auch wirklich gut? Wow, ziemlich lange Frage. Schön, dass du dich aufreust, dass wir es mit der Datenschutzverordnung schaffen, Marktortprinzip, Datenportabilität und enge Voraussetzungen an die Einwilligung durchzusetzen in Europa. Völkerrechtliche Verträge braucht man in jedem Fall in Zukunft, denn natürlich ist der Schritt, Europa einheitliche Standards zu schaffen, ein erster Schritt, weil wir haben ja eine globale Internetgesellschaft, eine globale digitale Gesellschaft. Da brauchen wir auch über Europa hinaus Verträge. Einen davon, wie gesagt, haben wir heute hier im Plenum des Europäischen Parlaments verabschiedet, zumindest wenn es um den Datentransfer bei polizeilichen Ermittlungen geht. Bei den Unternehmen ist das alles noch etwas schwieriger. Und da setzen wir eben im Moment darauf, dass die Europäer ihre Standards durchsetzen weltweit, solange die Unternehmen in Europa wirtschaftlich tätig sind. Weil eben ziemlich häufig Regeln für die Unternehmen beim Datenschutz zum Beispiel in anderen Ländern, insbesondere auch in den USA, noch lange nicht so weit sind wie hier. Die sind zum Teil gar nicht gesetzgeberisch geregelt. Und da ist es natürlich unglaublich schwer, Brücken zu bauen, die wirklich solide sind. Und deswegen glaube ich auch, dass gerade zum Beispiel Facebook, wo wir ja hier auch sind, sich an die neuen Regeln in Europa wird erstmal halten müssen. Und das wird eine Anpassungsreaktion geben. Und wir werden mal sehen, wie gut Facebook es schafft, mit WhatsApp und anderen und auch Google sich an diese Regeln anzupassen und dadurch datenschutzfreundlicher zu werden. Und inwiefern es vielleicht dadurch, zumindest in dieser Übergangszeit, Wettbewerber gibt, auch aus Europa, die es schaffen, da voranzuschreiten und vielleicht sogar schneller zu sein und besser zu sein als diese Anbieter. So. Ich glaube, es gab noch weitere Kommentare. Wie findest du eigentlich die Idee, dass Martin Schulz vielleicht Bundeskanzler wird? Ja, also ist eine nette Idee. Ich glaube, dass das letztendlich wirklich die SPD zu entscheiden hat und ich denen da auch gar nicht reinreden will, wen von den dreien nun im Gespräch befindlichen Kandidaten sie da auswählen. Nur muss ich halt sagen, dass alle im Grunde genommen ihre Schwächen haben. Ich glaube auch, dass Martin Schulz nicht der perfekte Kanzlerkandidat ist, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist mein persönliches Gefühl, dass die SPD mit Sigmar Gabriel derzeit nicht so gut fährt. Ich finde, dass der unglaublich schlecht greifbar ist, dass er ziemlich viel hin und her schwankt, Stichwort Vorratsdatenspeicherung, CETA, andere Geschichten, wo er immer wieder gezeigt hat, dass er eigentlich keine wirklich klare Linie hat und keinen Kompass, und auch beim Datenschutz ist es wirklich ganz katastrophal, was er da zum Teil sagt. Bei Olaf Scholz kann ich das nicht ganz einschätzen, weiß natürlich, weil ich ja auch für Hamburg zuständig bin, dass er da mit uns eigentlich eine ganz gute Politik auch hinbekommt, kann mir das also auch gut vorstellen, dass er das macht, aber mein Gefühl sagt, das wird sich jetzt ein bisschen zwischen Sigmar Gabriel und Martin Schulz entscheiden. Die NRW-Ministerpräsidentin meint ja, sie weiß es schon, ich weiß es nicht, wer da Bundeskanzler wird. Ja. Hier ist auch noch eine Frage auf Twitter, Jan. Wo und wie wird die Digitalkarte diskutiert werden, wenn sie am Montag im Liebe beschlossen wird? Vielleicht kannst du da nochmal aufklären. Also am Montag haben wir auf Anfrage von Martin Schulz diese Geschichte, dass die Digitalkarte von der Zeitstiftung, an der ich eben auch beteiligt bin, dieser Entwurf, dass die diskutiert wird, eine Dreiviertelstunde. Das ist sozusagen relativ häufig, dass in den Ausschüssen hier im Europäischen Parlament auch Initiativen und Vorschläge aus der Zivilgesellschaft oder aus bestimmten Verbänden diskutiert werden, vorgestellt werden. Für eine halbe, dreiviertel Stunde und das ist alles. Also da wird nichts beschlossen.
Und da wird auch nicht irgendwie plötzlich eine verfassungsgebende Versammlung einberufen, sondern es wird vorgestellt, weil die Initiatoren ja auch gesagt haben, wir wollen das dem Europäischen Parlament übergeben, damit das auch darüber weiter diskutiert. Und ich gehe davon aus, dass die Diskussion dann auch weitergeführt wird in unterschiedlichen Foren. Aber es gibt da keinen Fahrplan, wann da was irgendwo abgestimmt oder wie auch immer, oder ob das überhaupt abgestimmt werden soll. Aber wer so etwas betreibt, wer auf die Idee kommt zu sagen, ja, irgendwann könnte doch da mal eine Charta kommen, der muss natürlich sagen, dass natürlich, wenn wir eine EU-Charta irgendwann beschließen wollen, dann müsste das natürlich auch vom Europäischen Parlament und auch von einem Verfassungskonvent beziehungsweise einem Vertragskonvent, so heißt es richtig, beschlossen werden. Aber ich glaube, da gibt es auch viele andere Vertragsänderungen, die dann noch mitdiskutiert werden in der nächsten Runde. Unter anderem, dass wir endlich Straßburg als Parlamentssitz abschaffen wollen. Also, ich finde es eigentlich auch ganz cool, dass man vielleicht mal wieder Vertragsänderungen diskutiert, wobei im Moment ist es ja auch nicht sehr wahrscheinlich, dass es dazu kommen wird. Das wird, glaube ich, erstmal noch mal ein bisschen dauern und vor allen Dingen nicht vor den Bundestags- und vor den Präsidentschaftswahlen in Frankreich stattfinden. Ich sehe noch eine Frage, da steht, welche Auswirkungen hat die Datenschutzgrundverordnung aufs Privacy Shield? Also das Privacy Shield ist ja eine Erklärung der EU-Kommission, die die vorherige Erklärung, die 15 Jahre galt, Safe Harbor, ablöst. Anderer Name, relativ gleicher Inhalt. Es geht darum, dass aus Sicht des EU-Datenschutzrechts, das ist heute eine Richtlinie und bald ist es eben die Verordnung, die Unternehmen, die sich einem bestimmten Prinzipienkatalog, die in diesem Privacy Shield drinstehen, unterwerfen, dass die quasi anerkannt werden als quasi sicherer Datenhafen, ja, oder dass sie eben ein solches Privacy Shield, Datenschutzschild irgendwie für die europäischen Daten gewährleisten. Die Auswirkungen der Datenschutzgrundverordnung darauf sind umstritten. Denn grundsätzlich geht das System so weiter, dass man eben bestimmte Länder oder Sektoren, und das heißt eben auch Gruppen von Unternehmen, die sich solchen Prinzipien unterwerfen, als gleichwertig anerkennen kann, dass die Kommission das machen kann. Und das wird auch in Zukunft weiterhin so sein. Die Kriterien sind auch ähnlich, aber weil eben der Gerichtshof hat diese Kriterien im Schrems-Fall nochmal konkretisiert und so steht es auch in der Datenschutzverordnung. Aber man muss eben sagen, dass eigentlich das Privacy Shield nach Anwendungsstart der Datenschutzverordnung im Mai 2018, finde ich jedenfalls, neu verhandelt werden sollte. Also weil klar ist, dass eigentlich dann der Gesamtrahmen der Datenschutzverordnung natürlich sich ändert. Also wir werden ein neues Datenschutzrecht bekommen und da kann man dann nicht gleich sagen, ja, das ist ja weiterhin gleichwertig, weil wir haben ja gar nicht geprüft, ob zum Beispiel Datenportabilität oder strengere Informationspflichten und so weiter in dieser neuen Entscheidung tatsächlich so enthalten sind. Und deswegen fände ich es richtig, wenn man dann mit Anwendungsstart der Datenschutzverordnung auch sagt, jetzt muss es also da nochmal Nachverhandlungen geben. Und da hat es ja genügend Kritik gegeben, was da eigentlich noch fehlt in dieser Erklärung. So, und jetzt soll ich Werbung machen. Also, Werbung für unseren Newsletter. Wir haben nämlich für all diese Fragen, wer sich dafür interessiert, übrigens gerade beim Privacy Shield kommt da immer mal wieder was, einen Newsletter, der immer in der Woche nach jeder Straßburg-Plenarsitzung, also einmal im Monat, erscheint. Und ihr könnt diesen Newsletter auf der Webseite janalbrecht.eu, danke Teleprompter, könnt ihr den, abonnieren. Ne? Und wer darauf keinen Bock hat, das auf der Webseite zu machen, kann uns bestimmt auch eine E-Mail schicken, aber ich glaube, es funktioniert und es ist auch alles safe auf der Webseite. So, das war der Werbeblock. Ich glaube, es gibt noch Kommentare auf Facebook, aber ich habe noch nicht aktualisiert, ne? Nee? Also, habe ich euch platt gelabert? Da gibt es noch eine Nachfrage von Philipp Kuhn. Warte, jetzt sehe ich da erstmal Tillmann Rühl, meine Frage zu starten. Das habe ich gerade schon erzählt, ja. Ne? In welchem Verhältnis stehen Datenschutzgrundverordnung und Privacy Shield? Okay, und dann eine Nachfrage von Philipp Kuh. Ganz oben. Da. Vielen Dank für die Antwort. Noch eine kleine Frage. Glaubst du, dass die Unterscheidung zwischen Daten mit Personenbezug und echten anonymen Daten der technologischen Entwicklung innerhalb der nächsten Jahre standhalten werden kann? Ja, das glaube ich. Denn anders als das irgendwie jetzt immer wieder kolportiert wird,
werden wir in absehbarer Zeit, eigentlich würde ich sagen, nie die Situation bekommen, also werden wir nicht in absehbarer Zeit, und ich würde sagen, nie die Situation bekommen, dass alle Daten personenbezogen sein werden. Es wird immer noch, und es wird, glaube ich, auch eine große Mehrheit der Informationen zu verarbeiten sein, die völlig nicht personenbezogen sind. Die Tatsache, dass diese Mateflasche aus Glas ist und einen blauen Deckel hat, diese Informationen, wenn ich die verarbeite, es werden nie personenbezogene Daten sein. Erst dann, wenn ich das verknüpfe mit Sensoren und die fassen meine Finger irgendwie an oder wie auch immer. Aber es wird unglaublich viele anonyme Daten geben, die, selbst wenn man sie zusammentut in eine Riesenbox, nie personenbezogen werden. Und deswegen glaube ich, ist es wichtig, dass wir da klar machen, es gibt einen großen Bereich anonymisierter und anonymer Daten, und wir müssen darauf aus sein, möglichst wenig personenbezogene Daten zu verarbeiten. Das ist die Datensparsamkeit, und die ist auch, finde ich, immer noch hochaktuell, weil das Datensouveränität überhaupt erst ermöglicht, datensparsam zu handeln. Und wir müssen dafür sorgen, dass die technologische Entwicklung in den nächsten Jahren vor allen Dingen dahin geht, dass man eben möglichst viele Dienste, Innovationen, viele Weiterentwicklungen aufgrund von anonymisierten Daten, also echt anonymisierten Daten, betreiben kann und dann eben die Möglichkeit gibt, Stichwort Privacy by Default, die personenbezogenen Daten selbstständig, selbstbestimmt mit auszulösen oder beizugeben, damit man dann möglicherweise personalisierte Dienste oder Angebote bekommt, wenn man dies will. Und dahin muss es gehen, und ich glaube, dass die Datenschutzgrundverordnung dafür große Anreize liefert und auch dafür sorgt, dass es da mehr Innovationen gibt. So, Sarina Balkhausen fragt auf Twitter, wo schaust du hin? Warum bist du im Profil zu sehen? Warum ein Periscope im Querformat? Fragen über Fragen. Okay, also absolut richtig. Ich gucke die ganze Zeit hier hin und selten zu Periscope, weil da ist die Kamera für Facebook live und da ist die Kamera für Periscope, und aus irgendeinem Grund habe ich sehr viel zu Facebook geguckt. Das will ich natürlich ändern. Punkt 1. Periscope ist mindestens genauso wichtig und die Zuschauer sollen mich auch dort sehen können. Zweitens, warum Periscope im Querformat? Keine Ahnung. Das ist wegen dieses komischen Tripods, auf dem das Handy aufgesetzt ist. Ich hatte irgendwie das Gefühl, ich kriege das Handy da nur quer rein. Können wir beim nächsten Mal hochkant machen, wenn es euch lieber ist. Ist wahrscheinlich einfacher zu gucken und so. So, nochmal Werbung? Okay, alles klar. Also nochmal Werbung. Und zwar haben wir neben unserem Newsletter, letzter Werbeblock, jetzt also haben wir auch einen YouTube-Kanal, und der ist auch schon relativ berühmt geworden. soll ich nichts zu sagen? Nee, okay. Also der ist relativ alt schon, also da ist schon viel online, da kann man also ewig zurückgehen und alle möglichen Reden im Plenum angucken, alle möglichen Videos, die ich irgendwie gemacht habe. Und dieser YouTube-Kanal heißt JPA4MEP. So muss man das suchen, JPA4MEP in einem Wort. Und dann könnt ihr das da abonnieren und irgendwie, so sagen die YouTuber, hier oben klicken und da wischen oder so, ne? Läuft. Alles klar. Gibt's neue Fragen? Ich sehe keine mehr. Ich guck nochmal zu Periscope, vielleicht sind die Leute dann motiviert, nochmal zu fragen. Hier ist was Neues. Yay. Rechtsanwalt Michael Seidlitz, aktuell bei Facebook. Hat ja, moin. Gesagt. Siehst du das? Ja, sehe ich. Erwartest du, dass EU-Standardvertragsklauseln ebenso wie Safe Harbor gekippt werden oder Bestand behalten werden? Ist eine gute Frage. Ich glaube, dass das bei den, also der Gerichtshof hat in dem Urteil Schrems, Max Schrems, gegen Safe Harbor deutlich gemacht, dass er generelle Standards für den Grundrechtsschutz in Europa, also für das Grundrecht auf Datenschutz, anlegt, wenn es um Drittstaatstransfers geht. Und diese generellen Standards, die gelten nicht nur für diese Gleichwertigkeitserklärungen wie Safe Harbor oder das Privacy Shield, sondern die gelten bei allen Transfers. Bei allen Datentransfers müssen bestimmte Mindeststandards eingehalten werden. Und an diesen Kriterien, die der Gerichtshof formuliert hat, wird er natürlich auch in Zukunft, wenn es Fälle zu Standardvertragsklauseln gibt,
diese Sicherheiten, die möglicherweise, die eben Datentransfers erlauben in Drittstaaten, betrachten müssen. Aber der Gerichtshof hat eben auch einige Sachen zusätzlich nur für die Gleichwertigkeitserklärungen erklärt, die man möglicherweise nicht hundertprozentig auf Standardvertragsklauseln anwenden kann. Weil Standardvertragsklauseln ja nun gerade nicht auf das Gesamtsystem des Drittstaats gucken, sondern nur auf die Maßnahme an sich und auf das Unternehmen bzw. den Datenverarbeiter. Hat der genügend Sicherheiten eingebaut, damit selbst in dem Drittstaat kein Datenschutz verletzt wird? Ganz egal, was in diesem Drittstaat für ein Datenschutzrecht ist. Während eben bei der Adäquanzerklärung, die ja auch eine Vermutung ist, dass alles okay ist, anders als bei den Standardvertragsklauseln, gesagt wird, da müssen wir auf das System im Drittstaat gucken. Ist jetzt alles ziemlich viel Fachtalk, aber das war vielleicht wichtig für Michael Seidlitz zu hören. Und deswegen glaube ich, gibt es eine Chance, dass da also Standardvertragsklauseln auch vom Gerichtshof scharf nochmal angegangen werden. Und es gibt ja dazu wohl auch schon den ein oder anderen Verfahrensantrag, die zu überprüfen. Ich glaube, Max Schrems ist da auch schon dran. Wenn er es nicht ist, dann ist es jemand anders. Aber das weißt du wahrscheinlich sogar besser als ich. Also damit habe ich das auch beantwortet. Keine Frage im Moment. Ich soll schön Feierabend sagen, echt? Wollen wir Schluss machen? Ja. Gut, also wenn ihr dann für den Moment keine weiteren Fragen, Anregungen, Kritik mehr habt, dann sage ich vielleicht noch ein paar Worte zum Feierabend, der hier dann jetzt auch langsam ansteht. Da kommt noch was rein. Aha, viele Menschen wären sicher bereit, für Online-Dienste mit Geld statt mit Daten zu zahlen. Abgesehen davon, dass wenige Anbieter das überhaupt ermöglichen, wäre das einerseits eine gute Möglichkeit, andererseits könnte eine Zwei-Klassen-Datengesellschaft entstehen. Gibt es dazu Lösungsideen? Ja, Tanja Zagel fragt das und ich glaube, das ist wirklich eine ziemlich vertrackte Frage. Ich glaube grundsätzlich, dass unser Recht das zulässt, dass wenn ich die freie Entscheidung habe, entweder einen Dienst zu kaufen für Geld oder aber auf der anderen Seite personenbezogene Daten freizugeben, dass das nicht grundsätzlich unvereinbar ist mit unserem Recht. Aber ich glaube auch, dass es da sehr hohe Anforderungen gibt dafür. Es muss wirklich ganz klar sein, dass es überhaupt keinen Zwang gibt. Es muss ganz klar sein, dass es eine vergleichbare Leistung ist, die da kommt. Und es muss vollkommen klar sein, dass wenn ich dann zum Beispiel mit personenbezogenen Daten was bezahle, dass ich trotzdem, weil es ja Datenschutzrecht ist, das da anwendbar ist, jederzeit sagen kann, nehme ich wieder zurück. Also ich könnte im Grunde genommen einmal sagen, klar, hier hast du meine Daten und morgen sage ich, oder gleich danach sage ich, ziehe ich jetzt aber die Datenschutzeinwilligung wieder zurück und ihr müsst die Daten wieder löschen. Und ich glaube, dass die Anforderungen so hoch sind, dass es häufig wenig Spielraum gibt für Unternehmen, das wirklich zu machen. Aber ich glaube auch, dass es irgendwie so eine Entwicklung in Zukunft geben wird, zumindest, dass man eben von Diensten, wo man eigentlich wirklich teilnehmen muss, dass man da ganz klar sagt, man kann sich ein Stück weit von unnötigen weiteren Datenverarbeitungsvorgängen irgendwie ein Stück weit befreien, indem man da was zahlt. Trotzdem müssen wir da, glaube ich, über Grenzen diskutieren, denn eine Zwei-Klassen-Datengesellschaft will wirklich niemand und es will auch niemand, dass jemand seine Grundrechte immer weiter ausverkauft. Das wäre der falsche Weg. Gut, also dann sage ich jetzt doch nicht Feierabend, weil da kommt gleich die nächste Frage. Zwei Minuten haben wir noch? Okay, alles klar. Wow, da fragt sogar jemand auf Englisch. Erstmal fragt Michael Seidlitz noch, erwartest du, dass die EU Standardvertragsklauseln ebenso wie... Nee, das hat er ja schon gefragt. Achso, nee, er sagt, danke, hängt ja schon beim EuGH. Okay, vielen Dank für die Information. Das hatte ich mir auch irgendwie gedacht. Dann wollen wir mal gucken, was dabei rauskommt. So, und dann gibt es jemanden, der fragt, ich lese das jetzt mal vor, was da auf Englisch steht. I asked what the problem with CETA, TTIP, TISA, etc. and the Greens. I'm worried about their attitude, especially in lands where they have been in coalition with other parties. Yeah, I'm going to answer that question in English for JK, who asked that question. I mean, I don't know why you're
what you're worried about, because the Greens have a very clear line on these three agreements, which is that we will never agree on an agreement which compromises the values, the standards when it comes to environmental standards, to health standards, social security issues, cultural safeguards, and so on and so on, and that we won't agree to investment state settlement, which is not fully compliant with rule of law and independent court systems. So we will check the final result of TTIP and TISA, because none of them are there. But I can tell you that at the moment, in the light of what is on the table, also with CETA, Greens will fully oppose that. Also in those countries where there's coalitions. Of course, coalitions will perhaps come to a different agreement, because coalitions will compromise, and we have to compromise, otherwise they can't act as a coalition. I don't have any control about that, but I think that we Greens will try to do our best to get these agreements rejected in this form. Okay, wir müssen zum Ende kommen. Und ich glaube, das war's auch. Da war noch eine letzte Frage. Kann der Einzelne gegen den Privacy Shield eine Nichtigkeitsklage erheben und wie? Das geht leider nicht. Aber die Datenschutzbehörden können das beanstanden und da auch entsprechende Maßnahmen ergreifen. Und deswegen, beziehungsweise man muss eben dann über die nationalen Gerichte gehen, so wie Max Schrems das gegen Safe Harbor gemacht hat. Und das ist ein langer Weg. Aber ich glaube, der beste Weg ist tatsächlich, bei den Datenschutzbehörden Druck zu machen, dass die da also wirklich nachfragen und gucken und überprüfen, ob das wirklich eingehalten wird oder ob das unvereinbar ist, und natürlich auch öffentlichen Druck vor allen Dingen zu machen, dass wir endlich hohe Standards bekommen. Gut, jetzt muss ich aber zum Schluss kommen. Also, Feierabend. Es war sehr, sehr schön mit euch. Ich habe mich sehr gefreut, dass es einige gab, die teilgenommen haben. Und ich habe mich auch gefreut, dass ihr Fragen gestellt habt, dass ihr vielleicht auch Kritik angemerkt habt oder Vorschläge eingebracht habt. Das wollen wir in Zukunft häufiger machen. Ich bin gerne bereit, das ganz häufig zu machen, wenn da der Wunsch da ist und ihr uns das signalisiert. Dafür wäre es super gut, wenn ihr euch uns auch zwischen diesen Live-Chats und ansonsten gerne mal zu solchen Fragen immer wieder Feedback gebt. Und da gibt es auch das Feedback. Danke für den Livestream auf Periscope. Ich hoffe, dass ihr beim nächsten Mal dabei seid und vielleicht einfach ein paar Leute mitbringt. Und ansonsten, da es jetzt so langsam Richtung Weihnachtspause geht und wir vielleicht vorher dann nicht nochmal einen Livestream machen, aber danach wieder, wünsche ich euch allen eine schöne Adventszeit und dann auch eine schöne Weihnachtspause und freue mich, wenn wir uns dann im neuen Jahr auch per Livestream wiedersehen. In der Zwischenzeit, wie gesagt, Newsletter, YouTube und so weiter könnt ihr also überall Informationen bekommen. Okay, bis dann. Tschüss aus Brüssel. Finish.